damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Watch Dogs 2. Ja, wir haben hier gerade wieder was abgeguckt und... Hier ist noch ein Zombie-Biss. Gut, ich verstehe jetzt langsam Teile des Prozesses. Es versucht sich durch Zugangspunkte zu verbreiten. Warum? Weiß ich noch nicht. Es ist aber definitiv Haddock. Der ganze Ablauf ähnelt dem ersten Zombie-Code, auch wenn die Systeme total unterschiedlich sind. Mann, was hat der denn vor? Ich such weiter. Das werden wir noch rausfinden, Freunde. Ja, wir sind hier noch ein bisschen am Hacken. Wir müssen ja irgendwie noch so ein Viren-Alien-Zombie-Virus aufspüren. Was ich auch individuell mache immer. Hier gerade. Aber wie man sieht, nicht gerade ohne Hindernissen. Ja, ich muss hier aufs Dach. Teilweise müsst ihr wirklich versuchen, die Leitern oder Dächer von Weitem zu erreichen. Eigentlich wollte ich ja, wie im letzten Part erwähnt, die eine andere Mission machen, wie gemalt. Aber ich komme nicht auf das Dach dort. Ich kann euch gerne danach noch gegen Ende mitnehmen, aber ich habe dort nichts gesehen, wo ich irgendwie hoch hätte gehen können. Hier hatte ich was, aber das kann ich ja nicht von überall behaupten. Wie komme ich jetzt da hoch? Wollen die mich verarschen? Ich komme doch da nicht hoch. Doch, komme ich. Sowas in der Nähe, okay. Kein Problem. Sofern ich jetzt hochkommen kann. Oh. Damit habe ich nichts zu tun. Sorry. Tut mir leid. Ich möchte hier nur hoch. Oh. Ich möchte das hier nur aufmachen hier. Ja, nee, ist klar. Dann komme ich aber auch nicht hoch. Vollidiot. Schocks, das brauche ich nicht. Kommt man sonst irgendwie auf das Gebäude rauf? Ist ja ein Riesengebäude. Von daher würde ich es feiern. Aber irgendwie, wie ich noch was bräuchte, ne? So wie ein Fallschirm oder so. Und dann irgendwas hoch. Ach! Ist klar. Kamera. Ah, oder? Reicht es? Nicht ganz, oder? Ne. Und wie komme ich jetzt nach dort hinten? Am besten so, oder wie? Ah! Hab gesagt, du kriegst Viren, wenn du den Jailbreak machst, aber das Software-Update ist problemlos durchgelaufen. Lol, kein System-Update. Auf Handy mit Jailbreak-Virus. Scheiße. Ja. Hätte ich euch auch sagen können. Aber noch ein Zombie-Angriff. Wieder durch CTOS Mobil. Glaube, das bestätigt die Übertragungsmethode. Josh, ich schicke dir den Datendump. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was die Zombies vorhaben. Ja? Sie infizieren andere angreifbare Handys in ihrer Umgebung. Sie fälschen Zugangspunkte, um weitere Opfer anzugreifen. Es sucht nach bestimmten Schlüsselwörtern. Meistens in Verbindung mit Graystrom und Waffentechnologie. Er baut ein eigenes Spionagenetzwerk auf, ha? Huh? Landen diese ganzen Daten irgendwo? Das ist Haddock. Naja, so können wir ihn nicht aufspüren, aber alle drei dieser Handys haben ihr Update vom selben Zugangspunkt. Ich versuche, den zu finden. Ich schreibe ein Löschprogramm. Wir wollen es doch löschen. Ja, ich bin auch ein Fan, aber das Ding könnte uns Probleme machen. Ziel auf den Kopf, Josh. Ich
So, auf geht's. Jetzt ist nur die Frage, kommen wir richtig lang? Ja, ich glaube. Was zum Teufel, das ist Gang-Territorium. Arbeitet Haddock jetzt mit Gangs? Nein, Haddock arbeitet nicht mit Gangs. Woher weißt du das? Weil die Alternative überhaupt keinen Sinn ergibt. So ist er nicht. Vielleicht ist da noch mehr dran. Vielleicht, vielleicht. Fragen wir doch mal nach. Oder so. Auf der anderen Seite. Kein Problem. Ach so, und dann darf ich nicht mal rein. Dumme Ösardine, du. So. Wo komme ich jetzt hier lang? Irgendwie noch vorbei? Gar nicht. Ist klar, jetzt darf ich einmal drumrum rennen. Ist klar. Ich komme gleich hier, Bananen. Mit euch räume ich gleich auf. Hier um die Ecke hieß es, kein Problem. So, wollen die Stress? Danke fürs Mitnehmen. Hier gibt's auch noch Geld. Geil. Und da noch ein Handy hacken. Moment mal, ich glaube, das hat überhaupt nichts mit Gangs zu tun. Verdammt schlau. Erklärst du es uns? Bald. Ich hab da eine Ahnung. Was denn? Das geht euch nichts an, Deadzack. Noch eine Warnung kriegt ihr nicht. Mischt euch nicht ein. Haddock. Okay. Das liegt aufs Pressbrett, glaube ich. Für die. Leute, Gerät Zero war bei einem Obdachlosen. Haddock hat es ihm geschenkt. Der Mann stellt sich verdammt clever an. Er hat sogar einen Typen bei einem Gang versteckt ausgewählt, damit die Leute keine Fragen stellen. Frage? Wieso ein Obdachloser? Weil er weiß, dass der Typ das Zombie-Virus leicht verbreiten kann. Überleg mal, er geht zum Betteln dahin, wo viele Leute sind. Ich wette, die ersten Infektionspunkte liegen auf seiner täglichen Route. Er verbreitet ihn wie einen biologischen Virus. Ganz genau. Apropos, er hat mir eine Botschaft hinterlassen. Wir sollen uns verziehen. Verziehen? Aber das Löschprogramm ist fertig. Es wird sich schnell verbreiten und Zombie 2 von allen Handys löschen, die es erreicht. Soll ich es starten? Es würde uns zu viele Probleme machen, wenn nicht. Wir werden damit leben müssen, dass Haddock sauer ist. Aber vielleicht können wir es ja irgendwie wieder gut machen. Er wäre ein starker Verbündeter für DedSec. Wie heißen die Dinger für den Grill nochmal? Spieße, genau. Von Memes aufgespießt. Gewöhnliche Leute werfen einen Blick auf die seltsamen, verqueren Angewohnheiten eines Kandidaten. Das mag schlimm, aber war das jetzt alles schon von dieser Mission? Ich glaube ja. Home Sweet Home. Hauptoperation. Okay. Dann werden wir mal Broovy Blues oder die Entlassungspapiere machen. Hacke den Parringtons Computer. Okay, und wo ist der? Wir können das doch easy mal im Kurzdurchlauf machen. Ja, komm. Wir sind dann sowieso auf der Spur. Zum Glück geht das Schnellreisen ziemlich schnell hier. Nicht so wie teilweise bei Horizon, aber dort war es auch schon ziemlich angenehm, je nachdem. Nur das Spiel hier werde ich nur die Nebenmission so suchten und Hauptmission vor allen Dingen, weil die das schon ein bisschen besser gestaltet haben als die meisten mit Nebenquests. Und ich werde Mittelerde Morderschatten 2 machen, also in diesem Sinne.
Ich habe schon ein wenig Einblick gekriegt ins Spiel und ich finde es genial. Man kann um einiges mehr machen als früher. Vorsicht. Man kann sogar, ich meine, mit seiner zweiten Seele spielen da. Das ist so geil, muss ich sagen. Ich war geflasht, als ich das gesehen habe. Oder man kann Gegner zu sich ziehen und dann bei sich abschlachten. Also, das ist schon heftig. Das konnte man in Mordor Schatten 1 nicht. Man konnte zu den Porten, aber dass man die Gegner zu einem porten kann? Naja. I have a little bit problem. Ach so. Ich muss dem roten Leitfaden wieder folgen. Kein Problem. Was? Ach so, jetzt kommt wieder so ein Rätsel. Okay. Ich möchte nicht runterklettern. Nee, ich bin kein Spinner. Ach, euer Ernst gerade. Kamera, danke. So. Jetzt kann ich da ein bisschen rumwerkeln. Hier rüber. So, mach auf. Hier hoch. Hier, mach auf. Verlassen. Tada. Netzwerk freigeschaltet. Nein, sorry. Ja, also das. Nein, das. Aha. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Okay, ich bin im Farmington Überwachungssystem. Ich brauche nur einen Zugangspunkt in Ihr Netzwerk. Nice. Nein, erzähl weiter. Was war das? Nein. Oh nein. Oh nein. Naja. Offenbar testet Farmingtons jetzt auch Blooms Produkt. Erzähl. Die scannen mit Bloom-Algorithmen Daten und markieren Risikomitarbeiter. Und wer steht auf Platz 1 der Suchwortliste? Oh, das ist so süß! Gute Arbeit, Jungs. Die feuern also Leute, die uns unterstützen? Wir sollten sie verteidigen. Nicht nur unsere Supporter. Jeden, der nur das geringste Interesse zeigt. Ich schau mal in ihr Hauptbüro. Mal sehen, ob ich den Gefeuerten eine Abfindung organisieren kann. Okay, gucken wir mal, ob wir denen eine Abfindung geben können. Das wird jetzt Hallo, interessant. Wir brauchen hier einen Krankenwagen. Sofort. Warum das denn? Ich habe doch niemanden umgebracht. Ich werde hier fast umgebracht oder umgefahren hier. Angefahren wurde ich jetzt gerade. Meine Herren. Warum müsst ihr so auf die Seite gehen? Wow, der ist jetzt gechillt neben mir vorbei. Nicht schlecht. Sorry. Nicht mal er.
Hat so ein und ich bin dem angekommen, also. Manche Leute verstehe ich nicht. Seht ihr? Ich bin dem nicht mal angekommen. Der. So. Scheiße, ich komme dem lieber nicht zu nah. Kann ich das Tor öffnen? Nee, ich möchte nur das Tor öffnen. So. Wo geht es lang, das rote Kabel? Ist klar. Ich hoffe, hier hat es keine Gegner. Wenn doch, habe ich ein Problem. So. Jetzt machen wir da mal auf. Und jetzt? Das ist ein bisschen buggy. Ah, jetzt. Jetzt geht's doch. Cool. Zurückrufen. Cool. Dankeschön. Und jetzt einfach nur noch rein hier. Kann man hier auch raus? Nee. Na dann. Hacken wir uns ein. Dort hat's ich habe jetzt Kamera. Einen Einblick in Farmingtons Hauptbüro. Ich hacke mich in ihr System und bringe mal Geld unter die Leute. Sowas hört man doch gerne. Okay. Machen wir noch so gerne. Angefügt sind die gewünschten Suchergebnisse unter den Angestellten mit der spezifischen Schlüsselwörtern DeadSec Prime 8. Keine Lügen mehr. New Dawn. Bei Fragen bezüglich der Art und Weise der Datenerhebung kontaktieren Sie Ihre Boom. Irgendwas. Oh. Einfach mal Systemabbruch. Auch nicht schlecht. Aber wir haben es geschafft. Wir haben Geld unter die Leute gebracht. Das läuft bei uns. Das wird ein tolles Wochenende für Ex-Farmingtons Angestellte. Ich habe jedem 10 Riesen geschickt. Finden die Buchhalter den Fehler nicht? Doch, bestimmt. Aber ich habe es von einem illegalen Konto gebucht, also werden sie es nicht an die große Glocke hängen. So macht man das, Leute. Shit, Marcus. Häng die Latte für uns andere nicht so hoch. Oh, ich habe sie nicht gesehen. Irgendwer muss es ja tun. Irgendwer muss es ja tun, die Latte hochsetzen. Aber gut. Komme ich hier hoch, ich hoffe. Weil ich habe hier noch irgendwas gesehen, was ich gerne mitnehmen möchte. So, hier hoch. Hier hoch, hier hoch. Läuft es? Ich hoffe. Ah. Was kriege ich? Waffenlackierung. Lackierung zu 3D-Drucker hinzugefügt. Ja, sowas dürft ihr also auch nicht so wirklich vergessen. Sonst, ja, kann es passieren, dass ihr nicht alles freischaltet, Freunde. Hauptoption, jetzt haben wir nur noch eine Nebenmission. Nö, zwei. Eckhart's Challenge. Aha. Die erste Eckhart's Challenge abschließen. Muss ich das machen? Ich hoffe nicht. Aber ich mach's mal. Wir haben noch ein wenig Zeit und das ist noch die letzte Mission, die ich mache, bevor wir aufhören für heute. Ist klar. Und ich komme sicher nicht dahin direkt. Schnellreise kann ich. Forschungspunkte. Mit Hilfe von kann man Upgrades für die Forschungs-App herstellen. Okay. Interesting. Ja, wir müssen sowieso hier hin. Also wir werden jetzt das Totenkopfzeichen nicht holen gehen, aber trotzdem, wir müssen sowieso hier hoch. Schöne 20 Minuten haben wir jetzt gerade. Und nicht mal wenig gemacht. Mission für Mission können wir ja heute abschließen. Heute gibt es wohl keine Fails.
soweit. Außer Kleine. Hat sie gerade ein Motorrad oder so? Nee. Dann nehme ich das Auto jetzt. Sorry, ich muss mal. Ja, da hätte sie jetzt ein Motorrad gehabt. Ja, ist klar. Voll deiner Meinung. Was ist das überhaupt für eine Mucke? Kann ich die wechseln? Irgendwie. Irgendwie nicht. Danke. Seht wenigstens auf. Schnauze. Ohne Witz. Nervt mich nicht. Da fahre ich sogar in Sachen rein. Einfach abschalten, das Ganze. Dankeschön. Hier einmal um die Ecke. So. Anhalten. Und was ist hier? Fury Strike. Ich geb's auf. Ich werde einfach alles hinschmeißen. Was ist los? Ich bin Studentin der Oakland Advanced Tech. Wir nehmen an Noodles E-Card Challenge teil und verlieren ständig. Die Nobelschulen können wir nicht schlagen. Vor allem Stanford. Die werden von großen Firmen mit Technik unterstützt. Wir sind nur Oakland. Es hat keinen Sinn. Hey, Oakland hat Energie und Biss. Oakland kann es schaffen, Mann. Ich bin aus Oakland. Mir gefällt, wie du denkst. Willst du unser Fahrer sein? Im Ernst? Jemand muss es machen. Ich bin dabei. Ich heiße Marcus. Schön, dich zu treffen, Marcus. Ich bin Taylor. Viel Glück beim ersten Rennen. Moment, ohne irgendwie meine Einstimmung gibt es jetzt einfach ein Rennen oder wie? Man wird nicht mal gefragt, will man es jetzt machen oder später oder überhaupt nicht? Oder ist es einfach jetzt das obligatorische Rennen, was wir einfach machen müssen? Oh ne. Das wird unschön. Aber geile Karren. Go-Kart for the win. Habe ich nur so eine schlechte Karre oder haben die noch Nitro irgendwie? Ich hole irgendwie auch nicht auf. So. Jetzt geht's. Oh. Erwischt. Ja, wir erwischen sie so, schon noch, ne? Aber ist halt die Frage. Wie kommen wir hier am besten durch? Ey, die sind so schnell oder wir sind gleich schnell, irgendwie so in der Art. So, ist mir egal. Räum auf hier. Ey, ich muss so abkürzen, sonst geht's gar nicht. So. Wuhu, geschafft. Ja, geschafft. Man muss ein bisschen tricksen, sonst wird es hier gar nichts. Wenn ich das in The Witcher gemacht hätte, hätte ich verloren. So. Na? Na? Verdammt, ich hab verloren. Ah, verdammt. Ah, verdammt, ich wollte noch. Oh Mann,
Ich bin auf dem zweiten Platz. Du siehst es ja selbst. Wir können sie einfach nicht schlagen. Also, mit einer ordentlichen Batterie käme das Ding viel besser aus den Startlöchern. Ja, ergibt aber Sinn. Mal sehen, ob ich eine finde. Ah, danke. Ja, Rennen erneut starten. Weil so schwierig ist es nicht, Freunde. Also das erste Match machen wir hier noch. Also ist auf jeden Fall tierisch lustig. Wie die uns auf Dauer besiegen könnten. Lächerlich. Na? Bist du fertig mit Laden, Sensenmann? Ich hoffe doch. Jetzt sitzen wir nochmal in das Auto. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke, sonst, naja, haben wir vielleicht ein Problem. So, na? 3, 2, 1, go. Ist klar, und ich brauche einfach wieder mal ein halbes Jahr, um anzufahren. So, jetzt reicht's. Jetzt brauche ich dringend Zeit, um aufzuholen. So, verzieht euch, ihr kleinen Lullis. So, danke. Erwischt. Zweiter bin ich schon mal in der ersten Runde. Jetzt machen wir einfach Mario Kart, ne? Mario Kart for the win. Mit Dragon Ball Style. Wir müssen einfach durch die Ringe durch. Mehr ist es nicht. Darf ich mal? Wuhu, geschafft! Ja, ich bin Erster. Erwischt. So, danke schön. Ich nehme jetzt jede Abkürzung, Wuhu, die geht. Geschafft. Ohne Witz. Alles egal heute. Ja, ja. Wie ihr mich jetzt noch schlagen könntet. Wir sind gleich schnell. Erwischt. Ja. Und jetzt geht es ab in die entscheidende Phase. Wuhu, geschafft. Wenn wir hier verkacken, dann haben wir ein Riesenproblem. Weil der direkt hinter uns ist. Und wir haben gewonnen. Erster. Noch nie gegeben. Also, mit einer ordentlichen Batterie kommt das Ding besser aus den Startlöchern. Ja, klingt logisch. Mal sehen, ob ich eine finde. Ja, mal sehen, ob wir eine finden. Und wir haben doch noch gewonnen. So muss das. Ein E-Kart-Rennen auf der Fury-Strecke wäre bestimmt irre, oder? Das muss echt Wahnsinn sein. Schon das Adrenalin. Er kommt in unser Büro, okay? Taucht irgendwie auf, dieser riesige Russe. Da schon, aber ich habe keine Zeit für solche Späße. S-Kart-Challenge. Haha. Ah, eine E-Kart-Batterie besorgen. Kann ich das hier drüben? Nö, das ist einfach nur die Rally-Ding. Ich muss hier irgendwo durch wieder. Sobald ich hier den Ausgang finde, heißt es. Und dann kurz eine Batterie besorgen. Sonst wäre das nichts. Mit schneller anfahren und überhaupt. Das ist nicht gerade cool, ich sag's euch. Weil ich habe nur gewonnen, weil ich solche irren Abkürzungen genommen habe. Sonst, wenn die nur einen Tick schneller gewesen wären immer, hätte ich auch so verloren. Da hätte ich nichts machen können.
Na, wo denn? Ja, nee, ist klar. Habt ihr mir kein Auto? Ich will keins klauen, sonst habe ich die Bullen am Arsch. Das ist ziemlich behindert. Aber gut. Markus, unser Follower-Netzwerk platzt aus allen Nähten. Du solltest stolz sein. Du hast das alles gestartet. Vorher war DadSec nur ein Haufen loser Ideen, aber du hast eine Bewegung daraus gemacht. Die Leute tragen deine Kunst, wiederholen deine Slogans. Du hast hier etwas losgetreten. Danke, Markus. Aber vergiss nicht, dass alles einem Ziel verpflichtet ist. Der Glamour interessiert mich nicht. Ich will, dass die Leute aufwachen, verdammt. Sie schlafen schon sehr lange, aber wir werden es schaffen. Jo, wir werden es auf jeden Fall schaffen. So, aufmachen bitte. Dankeschön. Hier hoch? Was macht eine Batterie da oben? Also bitte. Na! Ist klar. Voll deiner Meinung. So. Dankeschön. Kann ich jetzt rüber? Ne. Warum auch? Wir sind bereit, ich hab die Batterie. Nicht im Ernst? Da mal los, vielleicht bringt's ja was. Also kann man zu den E-Card-Rennen schnell reisen. Dann werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge noch ein bisschen E-Card-Rennen reinziehen. Mal schauen, ob wir die gleich beim ersten Mal alle durchringen mit diesem Bescheißen, ne? Und mit der schnellen Energiezelle. Und gucken das mal in der nächsten Folge an. Rennen starten. Ne, nicht einfach so. Ich mach das bei dem. So, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tüdelö.